Im Jahre 2006 sprang er als Sitzungspräsident beim NCV ein. Als Andreas Korn, unser Veranstaltungsleiter, Prinz Karneval wurde. Aus dem Einspringen ist fast ein Dauerzustand geworden. Und nicht nur das, er steigt auch selbst in die Bütt. Empfangen Sie mit und mir unseren NCV-Elferatspräsidenten mit seinem politischen Jahresrückblick. Zusammen. Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Lotschner Mädchen und Lotschner Junge sind im Herjot-Jot. Und sollt ich im Leben ein Mädel mal freien, so muss es am Rheine. Nee, muss es eine mit Heizung und Gasspeicher sein. Es ist nicht leicht, sich in diesen Tagen die gute Laune zu bewahren. Viele schauen ja gar keine Nachrichten mehr. Es ist schon Wahnsinn, wie sich das Land in den letzten 2 Jahren verändert hat. Da war Bundestagswahl. Da konnten sich Annalena Baerbock und die Grünen ernsthafte Chancen auf das Kanzleramt machen. Heute dürfen die nicht mal mehr in den Heizungskeller. Die Ampelkoalition nannte sich damals völlig ironiefrei Fortschrittskoalition. Die Spitzen der Ampelkoalition haben ja mittlerweile den Scham eines stalinistischen Erschießungskommandos. Schlimm. Als sie das Ziel aus den Augen verloren haben, verdoppelten sie die Geschwindigkeit. Der Fachkräftemangel in Deutschland zeigt sich sehr deutlich, vor allem in der Regierung. Aber seit der neuesten PISA-Studie wissen wir ja, dass die nachkommende Generation völlig verblödet ist. Und das Beste daran, sie wird das gar nicht bemerken. 15% können gar nicht richtig rechnen. Das ist doch ein Schock. Das ist ja fast die Hälfte. Wir sind mittlerweile die Lachnummer in der Welt. Aber das ist doch gut. Früher haben wir die Panzer in die Nachbarländer geschickt. Heute schicken wir Regierungsclowns. Das ist doch viel besser. Wir sind an einem Kipppunkt angekommen. Viel schlechter geht's ja nicht mehr. Und dann, ja, das war wirklich blöd, sind uns am Ende des Jahres noch 60 Milliarden verloren gegangen. Blöd. Das Problem an der Sache, das Geld gab es gar nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat es gemerkt. Mist, ärgerlich. Obwohl Christian Lindner ja sicher war, dass es existent war. Also nicht im Sinne von da, sondern eher so in der Vorstellung, im Geist, im Traum. Ja, das wünscht sich doch der Wähler. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Imagine, there's a Sondervermögen. Also Geld, das Sie nicht haben, bei dem es auch nicht schlimm ist, wenn Sie es ausgeben. Eigentlich doch genial. Manchmal bin ich mir nicht sicher, wie das mit der Demokratie noch so weitergeht und ob wir das eigentlich noch wollen. Scheint hier und da so ein bisschen wie Corona, ist immer noch da, aber irgendwie auch wurscht. Die AfD hatte ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert in Königstein, im Hochtaunus, gar nicht so weit weg von uns, im Haus der Begegnung. Eine Partei mit dem Slogan Unser Land zuerst trifft sich im Haus der Begegnung. Das ist ja so, als ob der Ku Klux Klan beim Karneval der Kulturen mitmarschiert. Und jetzt. Und jetzt. Mal zum heftigsten Problem unserer Zeit oder wie es Willy Brandt damals schon sagte, die Moscherie-Saison ist eröffnet. Sie wissen schon, Alkohol in Schokohülle oder andere sagen Seniorenkoks. Aber mal im Ernst. Wir haben an vielen Stellen ein Realitätsproblem. Zum Beispiel beim Thema Asyl. Und bevor jetzt die Ersten sagen, jetzt gehen wir doch weg mit den Ausländern, für mich
hat jeder das Recht, hier in Frieden und Freiheit zu leben, unabhängig davon, was er glaubt und welche Hautfarbe er hat. Hauptsache, er ist Deutscher! Und zwar in vierter Generation! Nein, alle Abschreckungsversuche der letzten Jahre haben nicht dazu geführt, dass weniger Flüchtlinge kommen. Und wenn wir mal realistisch sind, brauchen wir Zuwanderung, sonst können wir unseren Sozialstaat und unsere wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft nicht mehr sichern. Wir suchen doch überall händeringend Fachkräfte. Und jetzt stellt sich der Scholz hin, will Stärke zeigen, indem er stärker ausweisen will. Wir wollen dann am liebsten einfache Lösungen. Bezahlkarten. Ja, Behörden sollen digitale Bezahlkarten ausgeben. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss lachen, wenn ich digital und Behörde in einem Satz höre. Im Juni des letzten Jahres lebten etwa 3,3 Millionen Schutzsuchende in Deutschland. Ausreisepflichtig sind ca. 280.000. Davon haben 225.000 eine Duldung. Die können gar nicht abgeschoben werden, weil sie zum Beispiel krank sind oder in ihren Heimatländern Krieg herrscht. Übrig bleiben 55.000, also gar nicht so viele. Illegal. Da werden Hoffnungen geweckt, die überhaupt nicht erfüllt werden können. Warum? Tritt jetzt ein sozialdemokratischer Kanzler nach unten. Warum sagt er, wir müssen endlich im großen Stil abschieben? Statt wir müssen endlich im großen Stil die Kommunen unterstützen. Warum nicht jetzt ein Trippelwumms für Schulen, für Kitas, soziale Einrichtungen in unseren Städten und Gemeinden? Statt Remigration, was gerade erst zum Unwort des Jahres gekürt wurde. Es fehlen ja jetzt schon 10 Milliarden bundesweit in den Kommunen. Stattdessen ist der Scholz letzten Montagmorgen in der Dusche beim Gähnen fast ertrunken. Leben am Limit. Teilweise trug er Augenklappe, weil er mit offenen Augen bei der Arbeit eingeschlafen war. Da wünschte ich mir, dass Politik wieder ehrlicher wird. So wie eine Leggings. Da kannst du zwar von halten, was du willst, aber du weißt, was auf dich zukommt. Kopfkino, ja. Die sollten sich mal ein Beispiel an unserem Oberbürgermeister nehmen. Der lagert langjährige zu Lahnstein gehörende Kultur einfach aus. Jetzt finden die Burgspiele demnächst in Braubach statt. So macht man das. Und Lennart wird bestimmt mal Ehrenbürger in Braubach. Aber damit nicht genug. Ihr habt sicher das neue Logo und die Skyline von Lahnstein gesehen. Zack, ist der Lalinberg weg. Wie hoch der Erlös dafür ist, ist noch nicht bekannt. Sache der laufenden Verwaltung. Aber der Lennart hat ein Herz für Karneval. Die Stadt bietet in diesem Jahr gemeinsam mit dem LBM eine ganzjährige Polonaise an. Kann man im Auto auf unseren Straßen genießen. Ansonsten gab es natürlich auch weiter Großartiges zu berichten. Annalena Baerbock hat den Feminismus in die Mongolei gebracht. Robert Habeck hat uns erlaubt zu heizen. Ja, was wollen wir denn noch mehr? Und mein besonderer Freund Markus Söder, das atomar betriebene Kernkraft-Notstromaggregat. Ja, gegen welche Zentrifuge ist der denn gerannt? Letztes Jahr war Bayernwahl. Die CSU wurde stärkste Kraft, weil die Partei eine fulminante Aufholjagd dahingelegt hatte, wie Markus Söder nicht müde wurde, ständig zu betonen. Und ich habe mir gesagt, naja, Aufholjagd von desaströsen 36 in den Umfragen hochgeknallt auf das fantastisch nie dagewesene Endergebnis von 37%. Ja, und das feiert der Breitbeinige aus Nürnberg. Nicht gefeiert haben sich nach den Wahlen die FDP. Was der Bedeutung der Partei auch angemessen ist. Rausgeflogen aus dem Bayerischen Landtag, dieser Bremskraftverstärker der Ampelkoalition. Noch vor 7 Jahren hatte Lindner, als es um Jamaika ging, getönt, es ist besser nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. In der Ampel zeigt die FDP, dass sie beides kann. Als sie vorletztes Jahr in Niedersachsen rausgeflogen sind, haben sie noch gesagt, sie wollen ihr Profil schärfen. Aber wenn du bei einem abgefahrenen Reifen, einem Slick, also versuchst, das Profil zu schärfen, dann platzt er. Auch wenn die Hälfte der Mitglieder per Mitgliederentscheid sich nun für den Verbleib in der Ampel ausgesprochen hat. Ja, dann nutzt auch das Sturmgeschütz der FDP, die Agnes Flak-Zimmermann nix, auch wenn die gerade die Bodenoffensive begonnen hat. Und wenn er jetzt sagt, typisch, über den Merz hat er noch gar nichts gesagt. Ja, da bin ich doch erstmal froh, dass er überhaupt einen Zahnarzttermin bekommen hat. Es ist doch schlimm, was der in den letzten Monaten für Häme ertragen musste.
Dabei ist er der richtige Mann zur richtigen Zeit. Nach 16 Jahren linksversifftem Gedöns mit Mutti Merkel braucht es an der Spitze der CDU einen wie Merz. Er ist der Mann, der mit seinem Charisma und seiner ansteckenden Fröhlichkeit und nach außen zur Schau getragene gute Laune die Menschen begeistert und der deutschen Politik das Funkeln verleiht, das ihr fehlt. Man nennt ihn nicht umsonst den Barack Obama aus dem Sauerland. Der Captain Future der Union. Er ist der Einzige, der diesem schmierigen Gender-E-Auto-Vegan-Gedöns ein klares Motto entgegensetzt. Mit mir nicht. Aber mal ehrlich. Man fragt sich doch, wo sind die Politiker, die uns aus der Talsohle rausholen? Die Menschen, die es schaffen können, wo sind sie? Die Jungen, die Hochbegabten, die neue Politikergeneration. Ricarda Lang, Kevin Kühnert. Menschen, für die die Politik der letzte Strohhalm ist. Ausbildung nicht gepackt, abgebrochen. Eieiei. Das Parlament wird immer mehr zum sozialen Brennpunkt. Apropos Brennpunkt. Wir nähern uns immer mehr Afrika, nicht nur klimatisch. Seit April haben wir so viele Atomkraftwerke wie Mali oder Burkina Faso, nämlich null. In Ruanda sollen deutsche Physiker einen Kernreaktor bauen, der in der Lage ist, Atommüll runterzubrennen. Wenn wir das in Deutschland hätten, wäre das Thema Endlager erledigt. Schade. Leider sind wir noch nicht auf dem Entwicklungsstand von Ruanda. Ja, oft höre ich ja. Jeder deiner Sätze enthält eine Mikroaggression. Ja, das ist ja einer meiner Lieblingsbegriffe geworden. Mikroaggression. Das kann sich ja nur eine Generation ausdenken, die noch nie eine Makroaggression erlebt hat. Ich frage mich, was mein Großvater dazu gesagt hätte. Wenn einem 6 Jahre lang die Granaten um die Ohren geflogen sind, dann bist du Kriegsgefangener und dann kommst du nach Hause. Da wartet eine Frau, mit der die Gefangenschaft erst richtig anfängt. Und man geht eines Tages zum Bäcker und sagt wie immer, 10 Brötchen bitte, Fräulein. Aber hinter der Theke steht kein Fräulein, sondern ein Bäckereifachverkäufersternchen in. Und der rastet sofort aus. Er ist kein Fräulein. Er verbittet sich diese binäre Einordnung. Er gehört zur LGBTQ-Community und fühlt sich momentan gar nicht als Frau, sondern als Salatgurke. Und außerdem ist er sowieso schon die ganze Zeit erschütternd genug, mit ansehen zu müssen und dauernd Brötchen anfassen zu müssen, die aussehen wie eine klaffende Vulva. Und diese Mikroaggression hat ihn jetzt vollends traumatisiert. Er kann überhaupt nicht mehr weiter bedienen. Ja, was hätte mein Opa gemacht? Das Sturmgewehr haben die Russen abgenommen, zusammen mit dem linken Bein. Der hätte noch nicht mal in den Arsch treten können, der Salatgurke. Hello! Tja, unser Präsident Günter Groß. Sein Hauptjob ist allerdings als Bereichsleiter der Volksbank. Nicht nur für ihn, die beste Bank der Welt, die auch der Niederlandsteiner Karnevalverein finanziell unterstützt. Danke an die Volksbank. Danke auch dir, liebe Günter, für deinen Vortrag. Und auf dich ein dreifaches, donnerndes Landstein. Hello. Günter. Hello. NCV. Hello. Natürlich sollst du auch zu Hause einen kleinen Tropfen zu dir nehmen, nach den Stunden, die du hier verbracht hast. Ute. Ja. So,
Ein Nahalamarsch für unseren Günther. Oje, oje, oje. Da sind wir ziemlich klein geworden, das Fläschchen. Das schenkt ja nichts. So, Ausdrucksmarsch für unseren Präsidenten.